So würde ich die da drüben dann auf jeden Fall da rauskriegen. Und mit dieser Treppe würde ich sie retten. Würde ich sie mit dieser... Nein, natürlich nicht. Ich will hier aber eigentlich auch... Also hier kann ich natürlich mit Kletterfutzeln relativ viel machen. Hier kann ich mit... Das könnte genau hinkommen, dass das genau die Höhe ist. Aber ich krieg die doch hier nicht umgedreht. Es sei denn, ich schicke da einen vor, der dann genau da am Eck Blocker ist, damit ich einen anderen nachschicke, der dann genau da hochläuft und dann genau auf der Kante... Ja, so immer toller. Nun gut. Insel der Verdammten. So. Und so. Ich will jetzt natürlich das gesamte Spektrum. Will ich das gesamte Spektrum? Ja, ich denke, ich will das gesamte Spektrum. Nein, ich brauche ja diese Treppe gar nicht. Fällt mir da gerade auf. Ich brauche diese Treppe nicht. Das heißt, die kann ich ja von hier aus... Nee, von hier aus? Nee. Von hier aus? Nee. Ich spring hier rüber. Wie auch immer. Gut. Ich brauche ja diese dämliche Treppe nicht. Das vergesse ich eigentlich andauernd. Ich brauche die dämliche Treppe hier. So. Ich habe hier 5. Ich brauche die dämliche Treppe dort. Naja. Machen wir mal. Da. Das war zu viel. Den hatte ich jetzt vergessen. Genau. Vor lauter... Alles richtig, Macherei. Hatte ich den anderen da drüben jetzt vergessen. So. Hier kannst du runtergraben und hier kannst du runtergraben. Diese Höhen überleben sie beide. Auf jeder Seite. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt mit beiden hier unten bin. Mit dir grabe ich mich hier durch. So. Dann wollte ich, nein, nicht du, mit dir darüber springen. Es ist sogar eine Höhe, die könnten sie überleben. Dann mach ich doch hier mal einen
Blocke. Und mache ich hier mal einen Blocker. Und sag dir, du kommst jetzt hier runter. Zack. Dann habe ich hier wieder einen Springer, der dann hier rüber springt. Und dem sage ich doch dann. Er soll mir die Auffangtreppe bauen, bis hier. Und der baut ja hier auch eine Auffangtreppe. Aber das tut der Typ danach. Aber ich will doch hier noch einen Blocker. Naja, das probieren wir jetzt mal aus. Also du springst jetzt hier. So, dann baust du hier eine Auffangtreppe. Genau. Zack, zack, zack. Und dann hoffe ich, dass wenn du hier fertig bist, du einfach hier runterfallen kannst und es wunderschön überlebst. Natürlich nicht. Und wenn ich noch ein Stück gebaut hätte, dann wäre ich wieder auf der gleichen Höhe wie das da hinten. Und das wäre dann natürlich wieder tödlich gewesen. Was ich jetzt hier noch machen könnte, wäre quasi zwei Treppen bauen. Eins, zwei, drei, drei. Und die kämen dann wahrscheinlich darüber. Dann kommen sie aber nicht hier rüber. Okay. Eins, zwei, drei. Das würde passen. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Also ich grab mich jetzt mit dem hier rein. Ja, natürlich, ich habe ja vorher einen verloren. Weil ich versehentlich schon das Falsche geklickt hatte. Deswegen. So, dann wirst du ein Springer. Und hier wirst du ein Tunnelgräber. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein blödes Eck. Und dann wirst du hier nochmal Tunnelgräber. Hüpfst hier mal über den Ausgang. Gräbst dich hier nochmal durch. Und dann wollen wir doch hier auf der Kante, genau hier auf der Kante, anfangen mit einer Brücke. Damit will ich jetzt einfach erstmal gucken, ob ich die von da oben überhaupt runterkriege. Zumindest über diese Höhe. So, da bräuchte ich nämlich für dieses Eck vermutlich nicht mal. Ah, doch, ganz knapp. Ich schätze, dass ich hier jetzt ganz knapp genau an dieser Treppe vorbeifall. Deswegen baue ich lieber nochmal eine. Und die letzten drei von hier kann ich dann ja mit Springern extrahieren. Davon sollte ich ja genug haben. Ich muss ja einfach bloß zack, zack. Und hier oben eine Bombe, genau. Also diese Karte, die ist ja eigentlich jetzt mehr Gepfusche als alles andere, aber das sollte fast funktionieren. Sofern das hier oben mit der Höhe passt. Das finden wir jetzt eben gleich raus. Genau. So habe ich mir das fast gedacht. Und hier kann ich dich dann in die Luft jagen.
So, und das bedeutet hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann brauche ich von hier noch 4. 9, 3. Vorausgesetzt, ich kriege die hier jetzt alle gerettet. Davon würde ich aber jetzt eigentlich spontan ausgehen wollen. Ja, und es war wichtig, dass ich die dritte gebaut habe, weil sonst wären die runtergefallen. So. Das kann ich hier oben im Prinzip jetzt genauso machen. Zack, 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 zack. Zack und zack. Und dann geht es hier halt mit Springern. Der ist jetzt tot, natürlich. Zack. 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 Damit habe ich es eigentlich auch schon fast. Ja, fast eben. Den habe ich jetzt dummerweise fallen lassen. Aber wenn ich jetzt gut aufpasse, dann habe ich trotzdem noch genug. Denn ich muss von diesen beiden nur noch einen retten. Und dann habe ich diese Karte überstanden. Sehr schön. Allerdings war das jetzt ein ziemliches Gewurstel. Ja, ziemliches Gewurschte. The Ones. Die Einen. This is the last genau. This is the last stage the Pingus have to pass during this Halloween. Two oddly familiar columns are in the way. Dies ist die letzte Stufe. Ebene, was auch immer. Welche die Pingus passieren müssen während diesem Halloween. Zwei seltsam vertraute Kolumnen, also Säulen, sind im Weg. What do they mean? Was bedeuten sie? The two groups of the Pingus have to work together. Die zwei Gruppen der Pinguine müssen zusammenarbeiten. To make it down the columns to the exit far below. Um die Säulen hinabzukommen zu dem Ausgang, welcher weit unten ist. So, 20 Pinguine, 11 retten. 11! Oh, ist das süß. Okay. Die Pinguine kommen hier raus, laufen wahrscheinlich hier hoch, fallen hier hinten runter, aus dem Haus. Machen wir jetzt einfach mal. Rein Experiment tatutotite. So. Lauter Einser hier. Das ist ja mal faszinierend. Also wenn ich hier einen Einser habe, dann brauche ich den hier. Wenn ich hier durchgraben will, dann brauche ich das hier. Hier können sie einfach rüberlaufen. Ja. Bergmann. Lochgräber.